Ein Moment der Wonne für unsere heilende Yoga-Praxis am Morgen. Diese Sequenz haben wir auf Ibiza gedreht, denn genau dort habe ich meine Kindheit verbracht. Die Absicht unserer heutigen Einheit: Ich habe die Macht, zu heilen und geheilt zu werden. Genau das ist unsere Absicht, unser Sankalpa. Wachen Sie auf und machen Sie mit. Eine erstaunliche Yoga-Sequenz für Anfänger, mit der Sie Ihren Tag beginnen können. Sie werden einige anregende Sonnengrüße und Yoga-Asanas praktizieren, Impulse bekommen, wie Sie aus Ihrem Schlaf herauskommen können. Alles, was wir jetzt brauchen, ist nur ein bisschen Zeit, die Yogamatte, und los geht's. Herzlichen Glückwunsch, Sie nehmen sich Zeit für sich. Heute tauchen wir ein in eine heilende Yoga-Praxis am Morgen, zur Vitalisierung, zur Verarbeitung aller Träume, die in der Nacht davor waren. Wir beginnen in der Kindshaltung Balasana. Füße ganz gerade, Fersen gerade, Hüfte abgesetzt auf die Fersen. Wenn es unangenehm ist, einfach ein gefaltetes Handtuch zwischen Hüfte und Waden. Unser heutiges Gedankenbild, unser Mantra: Ich habe die Fähigkeit, zu heilen und geheilt zu werden. Sido Ham. Ganz tiefe, ruhige Atmung. Wir nehmen wahr durch unsere Yoga-Praxis, dass wir immer näher zu unserer eigenen Ganzheit, zu unserem Gleichgewicht und innerer Heilung kommen. Und so ist der natürliche Impuls auch der, dass wir anderen helfen möchten, auch zu ihrer Mitte zu finden, damit auch sie in ihre Ganzheit wachsen dürfen. Das Spannende ist, wenn wir zu unserer Mitte kommen, müssen wir gar nicht viel tun. Dies strahlt aus wie ein ganz klarer See, und dann fällt ein Stein da hinein, so strahlt es auch aus. Und die eigene Veränderung berührt alle um uns herum. Die Menschen, die uns nahestehen, profitieren von unserer Heilung. Sie profitieren davon, dass wir unsere wahre Authentizität leben und ganz uns selbst sind, das eigene Licht erstrahlen lassen. Und so dürfen auch sie dann ihr Licht zum Erstrahlen bringen. Ihre Helligkeit macht alles um sie herum hell. Einatmen, die Hände weit nach vorne, Handfläche fest in den Boden, die Finger gefächert. Ausatmen, Steißbein weit nach hinten runter, ein Löffel. Einatmen, Blick nach oben, aufrichten. Ausatmen, Stirn wieder ablegen. Einatmen, Blick nach vorne in den Katze-Kuh. Weite im Herzen, Blick zum Himmel. Vierfüßlerstand. Ausatmen, Rücken rund, Schulterblätter auseinander. Einatmen, Blick zum Himmel, Schultern direkt über die Hände. Hüfte über die Knie. Ausatmen, Rücken rund. Einatmen, Blick zum Himmel, weiter, ausatmen, Rücken rund und rund lassen. Mal Kinn zur Brust, ganz, ganz fest nach innen, Bauchnabel nach innen, diese Atemleere genießen. Schulterblätter auseinander und dann langsam die Knie vom Boden anheben, Stilettofüße. In den herabschauenden Hund. Mal die Beine ganz bewusst beugen und mal wieder strecken. Gebeugt lassen und den Rücken ganz lang strecken, Herzraum nach unten, in Richtung Boden schmelzen lassen, mal den Kopf hin und her schütteln. Einatmen, ganz viel Länge, Handfläche flach in den Boden, die Fersen, die Zehen ganz bewusst in den Boden schieben. Mal rechte, mal linke Fuß in den Boden schieben, so ein kleiner Walking Dog, und dann mal ganz langsam mit den Füßen nach vorne laufen in die Vorbeuge Uttanasana. Die Körperrückseite ist entspannt. Einatmen, die Beine weich, und beim Ausatmen wieder lang strecken. Einatmen, die Beine weich, lange Rücken und hochkommen, Intadasana, Urdhvastasana. Arme zum Himmel, ausatmen, Samasthitihi. Finger strahlen nach unten, Brustbein nach oben, einatmen, Arme nach oben, Blickhände, ausatmen, abtauchen in die Vorbeuge, die Beine weich, Körperrückseite entspannen,
alles lösen. Einatmen, Blick nach vorne, ausatmen, rechts, ein großer Schritt zurück in den Ausfallschritt, Stilettofuß hinten, Brustkorb nach vorne lang, Schulterblätter nach unten. Beim Ausatmen, linkes Fuß folgt in den herabschauenden Hund. Nochmal ganz tief einatmen, ausatmen, erden. Einatmen, Brett. Ausatmen, Knie, Herz, Kinn in Richtung Boden. Weiter im Herzen, Ellenbogen ganz eng, Schambeinknochen taucht ab in den Boden, über die Kobra in den herabschauenden Hund. Tief einatmen, ausatmen, ganz bewusst diese Erdung, Kopf entspannt, Schultern gelöst, die Fersen tiefer und tiefer. Nochmal ganz tief einatmen, ausatmen und lösen. Rechtes Bein weit nach vorne zwischen die Hände, langer Rücken, ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben, Blick zu den Händen, ausatmen, Samasthiti. Einatmen, hoch, Blick, Hände. Ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, Länge im Rumpf. Links ein großer Schritt zurück in das Brett, ganz bewusst aus der Ferse wegschieben. Und beim Ausatmen in den herabschauenden Hund. Einatmen, Brett. Knie, Herz, Kinn in Richtung Boden, Ellenbogen ganz eng. Spüren Sie die Länge im Herzraum. Einatmen, die kleine Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Tief ein und aus. Ganz bewusst erden. Nochmal einatmen. Steißbein zum Himmel, ausatmen, Blick zu den Füßen. Linke Fuß, ein ganz großer Schritt nach vorne, langer Rücken. Ausatmen in die Vorbeuge, einatmen die Arme über die Seite hoch, ausatmen Samasthiti. Einatmen, Blick Himmel, ausatmen in die Vorbeuge, Uttanasana. Hände zu den Füßen, einatmen, Drishti nach vorne, langer Rücken. Rechts ein großer Schritt zurück. Linker Fuß folgt in den herabschauenden Hund. Einatmen, Brett, Knie, Herz, Kinn. Einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, in die kleine Kindshaltung und herabschauender Hund. Rechts ein großer Schritt nach vorne. Links folgt über den geraden Rücken. Tap in die Vorbeuge. Einatmen, Arme über die Seite hoch. Ausatmen, noch einmal in die Vorbeuge, Körperrückseite entspannt, einatmen, gerade Rücken, ganz viel Kraft und Länge im Rücken, links und rechts zwei Schritte zurück in das Brett, Knie, Herz, Kinn tief, Ellenbogen eng. Einatmen, sanft nach vorne in die Kobra, ausatmen in den herabschauenden und ganz viel Länge, links und rechts zwei große Schritte nach vorne in den geraden Rücken. Einatmen, Arme hoch, ausatmen, Hände tief. Einatmen, die Beine beugen in die Fingerkuppen zum Boden, in den Blitz. Uttanasana, Arme hoch, Arme lang und gestreckt. Ausatmen, in die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, langer Rücken, Beine weich. Zwei große Schritte zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, das rechte Bein mal weit zum Himmel und ein ganz großer Schritt nach vorne zwischen die Hände. Hintere Ferse ausdrehen für einen Ausfallschritt, für einen Krieger 1, Virabhadrasana 1. Hüfte gerade, Brustkorb nach vorne hoch, hinten die Fußaußenkante tief, tief ein und aus, ganz bewusst entspannt und kraftvoll nach oben. Und bei der nächsten Ausatmen öffnen wir uns auf in Krieger 2, Virabhadrasana 2. Vorne das Bein, Knie über Ferse. Fuß Außenkante ganz bewusst tief. Gerade hinten Drishti über ein Doppelkinn, langer Halsblick nach vorne über die Hand. Und nun das rechte Bein langstrecken und wir gehen in die Dreieckshaltung Uttita Trikonasana. Die Hand entweder am Oberschenkel, am Schienbein oder unten absetzen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen hinten an einer Wand angelehnt.
Blick entweder nach unten, geradeaus oder, wenn es der Nacken erlaubt, aus dem Doppelkinn, lange Hals, eine Rotation, Blick zum Himmel. Nochmal ganz tief einatmen in Krieger 2 und nun den Ellenbogen aufs Knie in den seitlich gestreckten Winkel. Einatmen durch die Nase, ausatmen, wieder lösen. Einatmen, noch mehr Länge, ausatmen. Ganz bewusst einatmen, Rippen weiten, ausatmen, Bauchnabel nach innen. Nun beim Ausatmen Hände zum Boden, vor dem vorderen Fuß, in den herabschauenden Hund. Mal die Fersen ganz bewusst in Richtung Boden, linkes Bein Himmel und nach vorne zwischen die Hände. Für Krieger 1, hinten Außenkante Boden, Fuß. Einatmen, Arme nach oben, Blick zu den Händen. Tief ein und auf. Blick zu den Händen. Ein- und ausatmen. Ganz bewusst bei der Einatmung immer mehr Länge, bei der Ausatmung immer mehr Erden. Immer tief ein und bei der nächsten Ausatmung in Krieger 2 wieder Padrasana Tür. Fuß Außenkante in den Boden, vordere Zehen nach vorne strahlen, Knie über Ferse, Steiß einlöffeln, Doppelkinn, lange Hals, Blick nach vorne. Und nun das linke Bein lang strecken für die Dreieckshaltung. Drishti, wenn möglich, nach oben, ansonsten vorne oder tief. Schultern weich und weit weg von den Ohren. Tiefe Atmung. Und nun bei der nächsten Einatmung wieder in die Krieger 2 Variation. Dann Ellenbogen auf, den Oberschenkel ab in den seitlich gestreckten Winkel. Einatmen durch die Nase, ausatmen. Ganz tief einatmen, ausatmen, entspannt. Und nun sanft die Hände nach unten in den herabschauenden Hund. Kleiner Walking Dog, mal den Kopf ganz entspannt, Kiefer gelöst. Und wir laufen Schritt für Schritt immer weiter nach vorne. Hände neben den Füßen, Wade. Stirn strahlt in Richtung Schienbein, Kopf und Nacken vollkommen entspannt. Ganz sanft die Beine beugen und Wirbel für Wirbel aufrollen in die ausgeglichene Berghaltung. Und nun für den Adler, rechter Arm nach oben, linker unten. Die Beine etwas beugen wie ein Blitz. Und nun rechter Fuß nach oben überkreuzt und wir tauchen etwas nach vorne für einen fokussierten Adler. Ein- und ausatmen. Oh, und ganz bewusst die Wahrnehmung. Was ist unsere Absicht für den heutigen Tag? Einatmen, Arme hoch. Ausatmen, zentrieren. Linker Arm unter den rechten. Und wenn möglich die Handflächen zusammen, ansonsten Handrücken. Linke Bein nach oben. Vielleicht sogar doppelt überkreuzt, wie es passt. Rumpf etwas nach vorne, tief ein- und ausatmen. Dann nochmal ganz tief ein- und aus. Vielleicht einfach nur die Fußspitzen unten am Fußgelenk, so wie es passt. Dann beim Einatmen hoch, ausatmen, zentrieren, Hände zum Anjali Mudra vor dem Herzen. Heilende Yoga-Praxis am Morgen. Ich habe die Macht zu heilen und geheilt zu werden. Sidor Hum. Ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit für sich genommen haben. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Namaste.